Hallo und herzlich willkommen bei Koch mal schnell. Heute gibt es mal wieder ein Unboxing und zwar war Shark Ninja so freundlich, mir den neuen Foodimax 9-1 Multikocher zur Verfügung zu stellen. Ich darf den heute für euch mal auspacken. Ja, mal gucken, was drin ist. Schaut es euch an. Ich hoffe, es gefällt euch. Ja, die Kiste war schon ganz ordentlich, der Postbote muss schon ein bisschen schleppen. 13,2 Kilo ist schon das Gerät alleine. Wenn man die Kiste aufmacht, dann ist eine zweite Kiste drin und dann seht ihr hier in dieser Kiste, hier so an der Seite ein bisschen beschrieben, was drin ist, der Foodimax 9-1 Multicooker. Und dann seht ihr auch so eine kleine Liste, was an einzelnen Teilen dabei ist, hier dabei sein soll in der Kiste. Gucken wir uns natürlich gleich an, was das ist und ob die wirklich dabei sind. Und da ist auch so ein bisschen beschrieben, um was es da geht. Auf der Vorderseite seht ihr dann nochmal das Gerät so ein bisschen beschrieben. Der Multikocher soll ja 9 verschiedene Funktionen haben. Joghurt, probiere ich aus. Dörren, naja, ist nicht so meins. Slow Cooking, probiere ich aus. Schnellkochen, kenne ich schon von der Cook for Me. Anbraten, sortieren machen wir auch. Dampfgaren, oh, ich nicht so oft. Grillen werden wir auch. Backen und Braten auf jeden Fall und die Heißluftfunktion, die werden wir natürlich auf jeden Fall testen. Das kennt ihr schon vom Ninja Foodie Grill. Und so sieht das aus, wenn alles ausgepackt ist. Ich fange mal an mit dem Gerät zunächst. Das sieht schon ganz schick aus, ganz stylisch hier. Da vorne habt ihr so ein Bedienpanel, ja, würde ich so nennen, Bedienpanel. Die Details erkläre ich nachher noch genauer und das Gerät ist schon ziemlich wuchtig. Das ist schon ein Klotz, ja wie gesagt 13 Kilo und im Vergleich zu meinem Ninja Foodie Grill nicht kleiner, etwas höher, dafür eine geringere Fläche, aber so ähnliches Volumen. Also es ist schon ein ziemlicher Klopfer, beide zusammen bei mir in der Küche nehmen schon richtig Platz weg, aber sehen auch schick aus. Das Gerät fasst sich toll an, es ist zwar viel Kunststoff, aber hochwertig, also es ist wirklich nett anzufassen. Und wertig verarbeitet. Vorne seht ihr eben dieses Bedienpanel, alles beschrieben. Und da haben wir so eine kleine Knopfleiste, eine Leiste, auf der wir 5 Funktionen haben. Dann haben wir so einen Drehdrückregler, den wir brauchen. Wie das funktioniert, zeige ich euch auch nachher. Und ansonsten wirklich schick, muss man sagen. Einzige, was mir nicht gefällt, einer der wenigen Minuspunkte, ist dieser Schminkspiegel, der hier oben verbaut ist. Ich persönlich bin der Auffassung, dass solche Flächen in der Küche nichts zu suchen haben. Man hat dreckige Hände, man hat immer wieder Spritzer, man hat Soßen und dann sieht das so aus, wenn man da zu oft drauf grapscht. Also das finde ich nicht gut. Es ist zwar schick, gehört aber meines Erachtens, meiner Meinung nach nicht in die Küche, muss man nicht haben. Also heißt es immer wieder danach putzen, 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 damit die Fläche auch schön glänzt. Aber ist nicht wirklich notwendig. Rückseite haben wir auf dem Ninja Foodimax hier, an dem Ninja Foodimax hier so eine kleine Topfschale, kenne ich auch von der Cook for Me schon, ne? Da wird das Kondenswasser gesammelt, muss man ab und zu mal leeren. Und hinten haben wir dann nochmal so einen Sicherheitsaufkleber, dass ihr bitte nicht das ganze Gerät in die Spülmaschine stellt. Außerdem so einen kleinen Aufkleber mit einem QR-Code, wo ihr euch einloggen könnt, solltet ihr tun, um die Maschine auch zu registrieren. Und an der Seite, und das finde ich richtig, richtig toll, haben wir richtig ordentliche Griffe. Wie oft habe ich das vermisst bei meinem Ninja Foodie Grill oder eben auch beim Opti Grill. Das Ding ist heiß, man will es wegstellen, wo anfassen. Also hier geht das jetzt wirklich super, da hat echt jemand mitgedacht und 13 Kilo mit 6 Litern drin ist schon richtig schwer. Gucken wir uns mal an, was drin ist, wenn wir den Deckel aufmachen. Da findet ihr jetzt den Topf. So wie bei uns bei der Cook for Me und anderen Maschinen, die eben einen Drucktopf haben auch. Ohne den dürft ihr das Gerät nicht betreiben. Innen drin sehr schön nochmal so ein kleines Litermaß. Rechts die Cups, amerikanische Maßeinheiten und links hier die europäischen, deutschen. Also maximal 5 Liter mit Druck und 6 Liter beim Normalkochen. Hier drin ist nochmal extra ein kleines Warnschild, was man eben nicht machen soll. Bitte denkt dran, benutzt das Gerät auf keinen Fall ohne den Topf innen drin. Da habt ihr sonst einen kurzen. Es funktioniert auch tatsächlich nicht. Also bitte immer nur mit dem Topf arbeiten. Wenn wir den Deckel aufmachen, dann merkt man, der ist schwer. Der ist sehr solide und der ist nicht abnehmbar. Das finde ich persönlich nicht so toll. Linkshänder blöd und zum Reinigen auch. Das ist der sogenannte Crisping Lid, der Knusperdeckel im Verhältnis zum Pressure Lid, zum Druckdeckel. Und ihr seht, hier oben ist die Heizspirale verbaut. In dieser Spirale hier oder mit dieser Spirale hier
kann man ja später überbacken und dann auch die Heißluftfunktion ausnutzen. Das sieht schon sehr massiv aus hier, also auch nicht verarbeitet, und das ist wohl auch so ein beschichtetes Anti-Haftgitter. Macht einen ordentlichen Eindruck hier. Wie es sauber geht, weiß ich noch nicht. Zeige ich euch, wenn ich das Gerät benutze. Ja, ich fange mal an hier mit den Zubehörteilen jetzt. Dann haben wir hier den Koch- und Knuspertopf. In dem Begriff finde ich süß, Knuspertopf. Also das ist der Airfryer-Korb bei anderen Geräten. Der ist hier etwas höher, dafür hat er nicht so eine große Fläche, aber zwei tolle Griffe auch wieder. Denkt bitte dran, wenn ihr das Ding benutzt, natürlich nur mit Handschuhen heiß. Dazu gibt es einen Ständer, den kann man abklippen hier zum Saubermachen, zum Wegstellen. Das finde ich ganz praktisch. Der soll aber immer drunter bleiben, wenn ihr die Funktion benutzt, Airfryer, damit auch die Luft zirkulieren kann, lässt sich in einer Sekunde wieder einklippen. Also wirklich ganz easy, macht einen sehr hochwertigen Eindruck, auch beschichtet. Geht natürlich perfekt in das Gerät, immer in den Topf hier, ne? Also niemals ohne Topf. Und da könnt ihr eben das Ding rein und raus heben, wie es passt. Bitte denkt dran, wenn heiß, dann Handschuh. Dann hat das Gerät gleich mitgeliefert hier zwei Gitterroste, das finde ich sehr gut. Bei vielen Geräten sind die nicht dabei. Wir haben hier zwei Stück gleich, ein flaches, geht auch nur von einer Seite rein, und ein höheres zum Dünsten, zum Dampfen, zum Kochen möglicherweise. Das Tolle bei den beiden Dingern ist, man braucht zwar kein Maschinenbaustudium, aber ich musste die Bedienungsanleitung erstmal lesen. Die kann man zusammenbauen. Wenn man das einmal kapiert hat, dann habt ihr hier zwar die Rundungen auf den langen Griffen und die passen genau auf diese Rundung bei dem kurzen, bei dem kleinen Gitter. Und dann kann man die so aufeinandersetzen. Wenn man das einmal geschnallt hat, geht das wirklich schnell. Und ruckzuck habt ihr zwei Ebenen und habt wirklich eine absolut perfekte Raumausnutzung. Wirklich toll, habe ich bisher noch nicht gesehen. Finde ich klasse. Natürlich geht das Ding in den Topf auch. Beide Gitter gehen natürlich in den Topf eben auch übereinander. Ja, dabei ist ja noch der sogenannte Crisp Lid, ne, Crisping Lid, also der Knusperdeckel, ne, und der Pressure Lid, also der Pressure Lid ist hier derjenige, der jetzt hier draußen liegt, der Pressure Lid ist der, den man hier dann benutzen muss, wenn man Dampf kochen möchte, wenn man schnell kochen möchte. Hier werden wieder Ventil und Dampfablass, lässt sich wohl nicht abschrauben, so ohne weiteres. Ich weiß auch noch nicht, wie das weiter sauber geht. Muss ich mir angucken, wenn ich das erste Mal mit dem Gerät gekocht habe. Den setzt man auf und dann muss man einfach gucken, dass hier diese zwei Marken, die Nasen, oben weiß und unten so ein bisschen erkennbar übereinander liegen. Hätte mir gewünscht, dass sie am Gerät weiß ist, aber wenn man das einmal weiß, geht das auch. Auf dem Deckel findet ihr dann das Ventil. Das ist ein bisschen anders als bei deutschen Geräten hier. Das ist ein bisschen locker. Das muss locker sein, damit es funktioniert. Beschriftet zwei Begriffe hier, die ihr seht. Einmal Seal, heißt Seal gleich verschließen zum Druckkochen, und Vent gleich geöffnet. Und wenn ihr es geöffnet habt, ja, dann kommt auch hier aus diesem kleinen Loch der heiße Wasserdampf raus. Also bitte Hände und Gesicht weg. Das hier wird wirklich heiß. Da tritt eben der Wasserdampf aus. Auf dem Deckel findet ihr noch eine Reihe von Sicherheitshinweisen, und die möchte ich euch wirklich ans Herz legen. Bitte lest die einmal, guckt euch das an. Einmal wichtig, diese glänzende Oberfläche hier, der Ring wird heiß tatsächlich, und stellt das Ding nicht unter einen Oberschrank in der Küche. Dauerhaft Wasserdampf versaut euch das Furnier. Ja, wenn man den Deckel jetzt hier versucht zu schließen, geht das natürlich nicht. Der ist, wie gesagt, fest, der Crisper Lid, dieser Crisping Lid. Ihr müsst also den Pressure Lid, dann den Druckdeckel abnehmen, wenn ihr das Gerät wieder schließen wollt. Beides geht eben nicht zusammen. Und dann könnt ihr auch den normalen Deckel hier, der eben verbaut ist, fest verbaut ist am Gerät, auch wieder runterklappen. Und da ist wieder unser Schwingspiegel. Ja, was noch dabei an Papier? Ich finde es ja immer nützlich, dass bei Geräten, die eben nicht so ohne weiteres selbsterklärend sind, weil das eben nicht ein einfacher Topf ist, auch mal so ein bisschen was dabei ist an Beispielrezepten. Und das haben wir hier. Shark Ninja hat hier so ein kleines Rezeptheft dazugelegt. Und das ist sehr praktisch, das ist so ein bisschen farblich orientiert. Blau, Druckdeckel. Und grün ist dann hier der ganz normale Deckel, der Crisping Lid, der Knusperdeckel. Und so kann man sich immer an den Farben schon orientieren und gucken, was setze ich ein, was muss ich benutzen. Das finde ich, ist schön gemacht. Da findet sich, glaube ich, jeder zurecht.
Na, und wenn man jetzt dieses Rezeptheft durchblättert, dann ist auch vorne so ein kleiner Erklärteil noch drin. Da wird zum Beispiel erklärt, wie man diesen Grill benutzt, diesen doppelten, den zweistöckigen. Dann wird auch nochmal genau erklärt, was ist Tender Crisp. Also erstmal eigentlich Druck kochen und dann grillen. Und da gibt es auch gleich ein schönes Rezept hier mit dem Brathähnchen zum Ausprobieren. Aber das ist ganz tricky, mache ich natürlich, muss ich mal ausprobieren, ob das gut funktioniert. Ihr habt eben sehr kurze Garzeiten und trotzdem hinterher wird das Ganze knusprig. Ja, auch hier wieder orientiert an den Farben. Ihr wisst immer genau, wo ihr seid. Ne, bei Grün hier ist dann unter anderem auch beschrieben, welche Knöpfe ihr drücken müsst, wie bei allen Farben natürlich. Bei Blau haben wir jetzt hier zum Beispiel eine Auflistung von Dampfgartabellen. Da hinten ist auch nochmal beschrieben, welches Gerät ihr einsetzen müsst. Also ich glaube, das ist ziemlich narrensicher. Und jedes Rezept ist in 3 Sprachen immer da. Es gibt erst die englische Version und dann kommt auf der nächsten Seite die deutsche Version und dann kommt die französische Version. Also auch das ist narrensicher. Fand ich schön. Sind ein paar Rezepte dabei zum Austesten, zum Reinkommen mit dem Gerät. Finde ich das ganz wichtig. Finde ich gut. Gefällt mir. Ja, Bedienungsanleitung. Da sind ein paar Sprachen dabei. Ne? Das Heft ist zwar dick, aber der Anteil ist dann doch ein bisschen dünner. Finde ich aber jetzt gerade bei dem Gerät wieder sehr wichtig. Gibt es eben auch hier. Lässt sich übrigens auch im Netz downloaden. Merkwürdigerweise nur nicht auf der Seite von Ninja. Findet ihr aber im Netz. Da finde ich es echt besser zu lesen, weil die Schrift ein bisschen größer ist. Also hier wird in dieser Bedienungsanleitung zunächst mal nochmal genau erläutert, was für Teile sind im Karton. Was findet ihr vor? Wie heißt das überhaupt? Damit ihr später beim Beschreiben auch identifizieren könnt. Alles nochmal mit entsprechenden Zeichnungen. Und auch das kann ich sagen, wie beim Rezeptheft auch, dieses Rezeptheft und auch diese Bedienungsanleitung hier von jemandem geschrieben, der tatsächlich Deutsch als Muttersprache hat, also Native Speaker. Und das ist wirklich sehr angenehm, also keine Maschinenübersetzung. Das kann man echt gut lesen. Also wer jetzt hier anfangen möchte mit der Maschine, dem empfehle ich wirklich, lest diese paar Seiten. Das dauert nicht lange, aber ihr kriegt sofort ein Gefühl für das Gerät und ihr habt auch sofort ein Verständnis dafür, wie die beiden unterschiedlichen Funktionen, das Schnellkochen und auch hinterher das mit dem Crisping nicht funktionieren. Ich erkläre ja gleich im Detail noch jede einzelne Funktion. Also diese Bedienungsanleitung hier finde ich gut. Die ist nicht sehr lang, aber sie reicht. Sie ist wirklich ausreichend und sie beschreibt eben alle mechanischen Teile. Und hinten haben wir, glaube ich, nochmal so eine kleine Fehlermeldung dann auch drin. So eine Liste, wie kann man selbst Fehler beheben. Unter anderem auch eine Liste für Zubehör. Was kann man nützlicherweise kaufen? Da gibt es ja doch immer ein paar Sachen. Auch dazu habe ich ja schon mal ein Video gemacht zum Ninja Foodie Grill. Und ja, das war es eigentlich auch schon. Aber das reicht eben auch und das finde ich wichtig. Gefällt mir genau wie das Rezeptheft gut. Ja, jetzt geht's ans Eingemachte. Wie genau bedient man denn diese Maschine, die ja doch sehr, sehr viel kann? 9 verschiedene Funktionen. Und ich fange mal an und erkläre euch so ein bisschen das Display. Das ist nicht so ganz selbsterklärend, wenn man sowas noch nie gehabt hat, wenn man mit so einer Maschine noch nie gearbeitet hat. Hier habt ihr oben links zunächst mal die Temperaturanzeige, die mithin wichtigste Anzeige, die ihr fast immer braucht. Rechts daneben ist die mindestens zweitwichtigste Anzeige, nämlich die Zeit. Diese beiden Parameter könnt ihr häufig einstellen, nicht immer, aber meistens, und die braucht man. Jetzt seht ihr, ist das Display so ein bisschen eingeteilt. Ich habe es mal hier zweiteilig aufgezeichnet oder umrandet. Links habt ihr die Varianten, die ihr zum Druckkochen benutzen könnt, wo ihr also den Druckdeckel braucht, aufklappen und den anderen Deckel. Und rechts habt ihr die Varianten mit dem Air Crisp Deckel, also dem eingebauten Deckel, den ihr nicht abmachen könnt. Darunter haben wir dann nochmal so ein Tastenfeld mit 5 Tasten an, aus, warm halten und zum Wechseln der verschiedenen Modi. Und in der Mitte haben wir jetzt hier nochmal so einen Drehdruckknopf zum Starten und Einstellen. Und dann geht's los. Ich fange mal an mit der rechten Seite hier, Air Crisp Deckel, also mit dem, der verbaut ist, fest. Und wenn ihr das Gerät anmacht, dann ist er erstmal automatisch auf Air Crisp eingestellt, also Heißluft. Ne? Das sind schon die Parameter. Und wir wollen mal gucken, was hier geht. Bei Heißluft, wenn wir das jetzt mal ausprobieren, dann könnt ihr feststellen, Heißluft geht von den Einstellungsmöglichkeiten her los bei 150 Grad. Ne? Die kann man jetzt hier unten wechseln und immer hin und her schalten. Dann seht ihr, 150 Grad ist die niedrigste Temperatur. Und ihr könnt hochstellen bis 210 Grad, bei Heißluft mehr geht nicht.
Und wenn ihr jetzt die Zeit haben wollt, dann drückt ihr unten wieder auf die Taste. Wenn ihr jetzt rechts das Feld zum Blinken bekommen wollt, dann müsst ihr unten rechts einfach auf die Taste Zeit drücken. Mache ich jetzt. Und dann seht ihr, dann blinkt oben die Zeit. So geht alles. So gehen alle Funktionen übertragen. Eine Minute bis eine Stunde geht also Heißluft. Zweite Funktion, wenn wir jetzt hier wieder umschalten wollen, drücken wir unten auf den Funktionsknopf und dann können wir wieder drehen und dann kommen wir rechts rüber und das ist der Grill. Beim Grill habt ihr eine feste Temperatur und könnt wählen zwischen einer Minute und 30 Minuten. Die Temperatur ist nicht veränderbar, der Grill ist immer gleich heiß, kann man sich einfach merken, macht auch einen Sinn, finde ich. Mehr geht nicht. Als dritte Funktion haben wir jetzt hier Bake oder Roast, also Backen und Rösten. Da haben wir 210 Grad, maximal von 120 hoch und zeitlich können wir da eine Minute bis 240 Minuten einstellen. Letzte Funktion auf der rechten Seite ist das Dehydrieren, Dehydrate, habe ich noch nie benutzt. 40 Grad bis 90 Grad und einstellen könnt ihr eine Stunde bis 12 Stunden. Das sollte wohl für die feuchtesten Sachen reichen. Kommen wir zur linken Seite. Auf der linken Seite haben wir jetzt ja den Druckdeckel, den wir benutzen müssen. Wie vorhin gezeigt, müsstet ihr den erstmal aufsetzen, die beiden Nasen übereinander und rechtsrum zudrehen. Und wenn wir den drauf haben hier, dann können wir jetzt Programme wählen. Und ganz oben hier geht es zunächst mal los mit dem eigentlichen Druckkochen. Und da haben wir zwei Stufen, das finde ich gut. Nämlich Low und High, also hoch und niedrig. Das kenne ich bisher nicht. Und da könnt ihr also schon mal so ein bisschen wählen, was ihr benutzen wollt. Und egal, welche von beiden ihr auswählt, ihr könnt von 0, leuchtet mir nicht ganz ein, bis 240 Minuten mit Hochdruck kochen. Dann haben wir als nächstes Dampfen, wenn ihr Gemüse beispielsweise dampfen wollt oder Fisch. Auch da könnt ihr keine Temperatur einstellen, nur 0 bis 30 Minuten. Die nächste Funktion ist ein bisschen komplexer. Da haben wir nämlich sozusagen drei Funktionen auf der einen Ebene. Wir haben Slow Cooking und Joghurt. Beim Slow Cooking haben wir wieder High and Low und einmal 4 bis 12 Stunden oder 6 bis 12 Stunden. Und beim Joghurt haben wir dann eben auch, wenn ihr den auf der Taste einstellt, bis zu 12 Stunden. Das soll einen schönen griechischen Joghurt ergeben, habe ich mir sagen lassen. Ja, und dann haben wir natürlich noch eine ganz wichtige Funktion, nämlich das Braten. Und das Braten, finde ich, ist hier tricky gelöst. Da habt ihr einfach 5 verschiedene Stufen, die ihr einstellen könnt. Also keine Temperatur, 5 verschiedene, sehr cool. Probiere ich auf jeden Fall aus. Ja, als allerletztes haben wir Warmhalten. Nach meiner Meinung ist das gar nicht so ein richtiges Programm, sondern das macht das Gerät sehr häufig selber. Wenn Programme abgelaufen sind, stellt das Gerät automatisch in den Warmhaltemodus. Ihr könnt es aber auch aufrufen. Eine Minute bis. Ich habe nicht rausgefunden, wie lange. In der Bedienungsanleitung habe ich es nicht gefunden. Vielleicht wisst ihr es. Ja, bin ich zufrieden. Viel kann man ja noch nicht sagen, wenn man nur ausgepackt hat, aber das Gerät, finde ich, macht einen sehr guten Eindruck. Insgesamt ordentlich verarbeitet, ich habe da keine großen Mängel gesehen. Was mir wirklich gut gefällt, ist eben die Verarbeitung, fasst sich gut an, sieht gut aus, ist alles dicht und stimmig, Spaltmaße sind klasse. Wir haben ein großes Fassungsvermögen, also 6 Liter bis zu 6 Liter, reicht für 4 bis 6 Personen. Wir haben 8 verschiedene Funktionen, wir haben eine Warmhaltefunktion und die Technikkombination finde ich super spannend. Auch die Dokumentationen, Rezepthefte und Bedienungsanleitungen sind völlig in Ordnung und sind echt gut. Und das Preis-Leistungs-Verhältnis, heutiger Straßenpreis bei diesem Gerät, absolut top. Kann ich gut mitleben. Was mir eben nicht so gefällt, aber das ist jetzt Meckern auf hohem Niveau, ist der Schminkspiegel oben drauf, diese spiegelnde Oberfläche, dass man den AirCrisp-Deckel nicht abnehmen kann und dass er wahrscheinlich schwer zu reinigen sein wird. Das weiß ich aber noch nicht, das kann ich jetzt eben nach dem Auspacken noch nicht so hundertprozentig bestätigen. Das werde ich euch erzählen, wenn ich das erste Mal mit dem Gerät gekocht habe. Und dann sehen wir natürlich weiter. Ja, das war es erstmal hier zum Unboxing vom Ninja Foodie Max. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch und abonniert gerne meinen Kanal. Und ansonsten bis demnächst bei Koch mal schnell.